Ja, und damit seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Eggdadum zu einem neuen Part Pokémon Sonne mit dem Zwergenfürst. Ja, ich bin hier an der Stelle, wo wir im letzten Part aufgehört haben. Ja, der letzte Part war ein wenig, ja, Real Talk Part. Und da haben wir ein bisschen über Donald Trump und über ein bisschen über Politik geredet. Das kann auch nicht schaden. Ja, und sind dann hierher gekommen und werden jetzt weiter in der Geschichte gehen. Ja, das Dimensionsforschungsinstitut, auch kurz DFI genannt. Dimensionen geben Materie einen Ort zum Existieren. Alles klar. Und hier geht's auch noch weiter. Aber ich fürchte, da kann ich dann wieder nicht durch. Mein Bismarck ist doch sehr gründlich. Es gibt erst Ruhe, wenn es etwas gefunden hat. Es wirkt jetzt wohl den ganzen Weg bis zum Hanona Resort Items aufsuchen. Bark. Ja, wie gesagt, ich komme da erst durch, wenn ich die Geschichte vollendet habe. Also, wenn ich mich jetzt mal beeilen, hier reinzugehen, weil dort wird jetzt auch die Geschichte fortlaufen. So. Lass mich raten, du willst ins Dimensionsforschungsinstitut. Nein! Quatsch! Mir Klamotten kaufen, deshalb bin ich hier reingekommen. Und woher ich das weiß? Ganz einfach. Oben gibt es außerdem DFI nichts. Ach was! Hätte ich jetzt nicht gedacht. Was mit dir? Dimensionsforschungsinstitut? Wie? Dazu fällt mir dieses seltene Pokémon ein, von dem ich mal gehört habe. Es soll sich mit Hilfe von Ringen umher teleportieren können. Okay, vielen Dank für die Information. Ich werde dann mal weitergehen. Ich nehme mal den Lift, da es scheinbar keine Treppe gibt. In welches Stockwerk möchtest du? Ja, gibt ja nur eins. Zweites UG. Da sehe ich doch schon Professor Pukui und der steht direkt neben mir. Hallo, mein Wirbelwind. Ah, da bist du ja wieder. Darf ich vorstellen, das ist Professor Burnett. Sie leitet das Dimensionsforschungsinstitut und sie ist ganz nebenbei auch meine Kraftreserve. Mit anderen Worten, meine Frau. Du musst Zwergenfürst sein, nicht wahr? Lilly hat mir schon von dir erzählt. Sie meinte, du seist nicht nur eine zuverlässige Person, sondern auch ein großartiger Trainer. Ach ja, wie die Zeit vergeht. 3 Monate ist es nun schon her, dass ich Lilly bewusstlos am Strand gefunden habe. Oh, hier erfahren wir scheinbar Neues über Lilly. Und auch über andere Charaktere. Ja. Professor Cookies Frau. Und in ihrer Tasche befand sich Cosmog, ebenfalls völlig geschwächt. Sag mal, wo steckt eigentlich Tardy? Ach, du kennst doch Tardy. Er macht eben immer, was ihm gerade in den Sinn kommt. Der wird bestimmt gleich kommen. Aber er hat trotzdem eine große Zukunft vor sich. Eines Tages tritt er sich wieder mal in Hadas Fußstapfen. Sag dich doch, dass der jetzt kommt. Im Ernst? Denkst du das wirklich? Oh, da bist du ja. Um deine Frage zu beantworten, ja, das meine ich wirklich. Hallo Tardy, schön dich mal wieder zu sehen. Übrigens, mein Mondschein und ich Zwerge. Was? Übrigens, mein Mondschein, ich habe Zwergenfürst mitgebracht, damit du ihm etwas über die merkwürdigen Phänomene hier bei uns in Hanoda erzählen kannst. Das mache ich doch gern. Wenn du von merkwürdigen Phänomenen in Hanoda sprichst, meinst du natürlich die Ultra-Vorteile. Es kommt nur sehr selten vor, aber manchmal kann man in Hanoda beobachten, wie sie sich am Himmel öffnen.
Diese Löcher führen anscheinend in eine andere, unbekannte Dimension. Wie in Pokémon Platin. Weißt du noch, du hast das doch mal gespielt. Zwar nicht als Let's Play, aber so nebenbei mal als Spiel, bevor du überhaupt mit YouTube angefangen hattest. Wir vermuten das deshalb, weil dieses Phänomen bereits in alten Legenden dieser Region erwähnt wird. Daran heißt es, dass aus diesen Ultraforten einst furchterregende Pokémon in unsere Welt getreten seien. Wir haben kaum etwas Greifbares, kaum echte Beweise. Aber ignorieren können wir die Sache deswegen nicht. Wir kennen es ja schon aus Pokémon Platin, wie ich es ja gesagt habe. Dort ist man in eine Parallelwelt gegangen, um mit, Giratina zu kooperieren und die dann auch im besten Fall zu fangen. Immerhin gibt es ja selbst im Pokédex bereits vereinzelte Hinweise auf die Existenz anderer Dimensionen. Furchterregende Pokémon? Selbst normale, wilde Pokémon greifen doch schon manchmal Menschen an. Was gegen die Pokémon aus den Ultraforten allerdings komplett verblasst. Nicht umsonst hat man diesen Pokémon den Namen Ultra-Bestien gegeben. Das allein deutet es doch schon darauf hin, wie sehr man sie gefürchtet hat. Schenkt man den alten Legenden Glauben, haben sie sogar erbitterte Kämpfe mit den Schutzpatronen der Insel geliefert. Aber wie gesagt, das sind und bleiben erstmal nur Legenden. Was davon wahr ist und was nicht, muss erst noch herausgefunden werden. Ich würde wirklich nur zu gerne diese Dimensionsverwerfungen untersuchen und das Geheimnis um die Ultraforten lüften. Das wäre einfach das Größte für mich. Wie du sehen kannst, haben wir in unseren Regalen bereits einiges an Daten zu den Wechselverhältnissen zwischen Pokémon und anderen Dimensionen gesammelt. Mein Gott, sind das lange Dialoge. Ich glaube, mein Schwein pfeift. Stürzen wir uns nochmal in den Dialog. 3 Monate ist es her. Ich wollte damals Professor Burnett besuchen, um mehr über Wölkchen als über Kosmuk zu erfahren. Doch auf dem Weg habe ich mich verirrt und bin vor Erschöpfung am Strand ohnmächtig geworden. Professor Burnett hat mich gefunden und sich trotz später Stunde meine Geschichte angehört. Sie hat sogar ihren Mann, Professor Kukui, dazu überredet, mich in seinem Loft unterzubringen. Gemeinsam versuchen wir, mehr über Wölkchen herauszufinden. Professor Burnett ist für mich wie eine richtige Mutter. So. Jetzt kommt ein Dialog mit Pichu, mit Wölkchen. Was sagst du? Professor Burnett hat früher eine Dimension namens Drangkaukluft erforscht. Vor einigen Jahren hat ein Mann namens Moon eine Abhandlung zu Ultraforten veröffentlicht. Dank der Kampfvideos kann man nicht nur Link-Kämpfe noch einmal ansehen, sondern auch Probekämpfe durchführen. Deswegen sind Kampfvideos großartig. In den Boxen kann man bis zu 6 Kampfteams registrieren und man kann ein und dasselbe Pokémon verschiedenen Teams registrieren. Deswegen sind Kampfteams großartig. So, wer hängt denn hier noch um? Wie du sehen kannst, haben wir unseren Regalen bereits einiges zu den Daten, Wechselverhältnissen zwischen Pokémon und anderen Dimensionen gesammelt. Ja. Kitte. Mann. Das ist ein Fleckmann. In dem Regal sind viele Unterlagen über die Traumkluft, eine Kluft zwischen der Welt der Träume und der Realität. Ah, schön.
Mohn. Ja, kann mir jemand sagen, was ich jetzt tun soll? Das sind Fotos, die Professor Brunet und Professor Kukui gemeinsam zeigen. Ah, schön. So, mit wem habe ich noch nicht geredet? Hier mit ihm. Ich gehe jetzt als nächstes zum Dickdach-Tunnel. Das ist eine Höhle, die von Pokémon gegraben wurde. Okay, dann weiter zu ihm. Das waren interessante Informationen, nicht wahr, Zwillen Fürst? Also, wenn es diese Ultrabestien wirklich gibt, frage ich mich, was die so für Attacken haben. Du hast doch alle drei Prüfungen auf Alcala bestanden, oder? Bravo, sage ich da nur. Dann steht als nächstes dass der Pokémon-Kampf gegen Inselkönigin Myla an. Dabei handelt es sich um die wohl größte Herausforderung auf Alcala, die große Prüfung. Viel Glück. Myla wohnt in Koniconi City. Dorthin gelangst du über den Dickdach-Tunnel. Aber nimm dich vor Team Skull in Acht. Ich bleibe noch hier. Es gibt da etwas, worüber ich mit Professor Burnett sprechen möchte. Ich gehe als nächstes zum Dickdach-Tunnel. Wie schon gesagt, das ist eine Höhle, die von Pokémon begraben wurde. Ich wiederhole mich gerne. Ja, dann muss ich jetzt mit Stardi zum Dickdach-Tunnel gehen, wie es aussieht. Und mich dann sehr bald der nächsten Herausforderung stellen. So, eine Herausforderung folgt auf die nächste. Man glaubt es kaum. Kaum Zeit zum Trainieren oder gar zum Ausruhen. Na, was passiert? Oh, ein Portal, das von ihm gerade geredet wurde. War das eben ein Riss am Himmel? Was zum Zwergfürst? Du hast bereits die Prüfungen von drei Captains bestanden, oder? Dann musst du als nächstes durch den Dickdach-Tunnel und Myla treffen. Der Dickdach-Tunnel liegt ganz in der Nähe des Pokémon-Centers. Der Eingang ist leicht zu übersehen. Am besten folgst du einfach den Wegweisern. Ich fang mir jetzt ein paar Pokémon. Ich nicht, ich habe noch ein volles Team. Ich werde jetzt mal die hier ansprechen, was mit dir los ist. Moment mal, wie kommt man gleich noch nach Ohana? Ach ja, über Route 4. Ja, dort entlang. Guck mal hier. Hier entlang und dann da hoch. Und dann da hier so rechts und ja, dann findest du es schon. Über die Route geht es dann ganz lange. Da musst du ein paar Trainer bekämpfen und dann bist du auch schon fast da. Die Western Farm dort, die braune, ja. Die ist es dann. Mein Bismarck ist wirklich sehr gründlich. Ach so, haben wir schon mal gelesen. Lässt mich nicht vorbei. Lässt mich nur diesen einen Weg gehen. Route 6. Ja, im letzten Part haben wir Route 5 gründlich erkundet. Der gerade Weg. Naja, dann wird er ja hoffentlich nicht krumm sein. Eine Ewigkeit später. Ah, ich glaube, ich weiß, wo ich hin muss. Frank? Hier geht's weiter. Muss man jedoch sagen. Seht ihr das? Der Dickdach-Tunnel wird unten angezeigt. Und da ist auch schon die Insel-Herausforderung, wie es aussieht. Nein, nur Team Skull, aber zumindest die Captain, die uns herausfordern wird. Myla. Oh, du bist es. Wir haben da ein kleines Problem. Seit kurzem wimmelt es in diesem Tunnel nur so von Dickdach. Deshalb dürfen gewöhnliche Trainer hier auch nichts durch. Wie läuft eigentlich deine Inselwanderschaft? Lass mich doch mal deine Setkristalle sehen. Wow, echt beeindruckend. Sogar Mahouts Prüfung hast du bestanden. Für einen Trainer mit deiner Fähigkeit sollte dieser Tunnel keine Gefahr darstellen. Am anderen Ausgang des Dickdach-Tunnels liegt Koniconi City. Ich habe dort einen Laden, in dem ich auf dich warten werde.
Ach, in einem Laden wird die Prüfung vollzogen werden. Unser erstes Diktat. Nein, ein Zuwort. Oh, was? Daran hätte ich jetzt... A few moments later. Ich habe mal gerade mein Team umgestellt, dass Max und John an der Spitze sind. Es geht hier nicht mehr ums Training. Nächste Herausforderung. Dabei merke ich gerade, ich habe glaube ich keine Tränke gekauft, aber gut, ist doch hier angeblich eine Stadt hinter diesem Diktator geben. Ein Pokémon, Arbeiter James. Okay. Diktator. Arbeiter James setzt Diktator in eine Diktatorhöhle. Okay. Classic. Okay, ich spüle es weg. Oder es stampft mich ein. Und das, was hier passiert. Vermute mal das Erstere. Weil ihr seht es. So, weiter geht's. Nochmal ein Item auffangen. Finsterball. Okay. Eben zwei Sonderbonbons auf Robin eingesetzt. Ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, ob ich es mitgeschnitten habe, aber jetzt habt ihr es ja erfahren. Wir sind dort in eine Sackgasse gekommen. Ja, nicht so toll. Ein Zubat. Was will ein Zubat in der Diktatorhöhle? Ja, ist klar, ein Pokémon Diamant und Pokémon Platin gab es das auch schon, aber... Was? Flucht gescheitert? Sag mal. Gibt's auf Maul. Ein Trank? Nö. Hab keine Tränke. Ich versuch's trotzdem. Und wurde verwirrt, ja. Schön! Fast besiegt. Darf ich noch mal kurz? Nein. Muss John mal ans Werk und auch gleich mal Max rächen. Ja, ich darf jetzt nicht fliehen. Ich muss jetzt... Oder ich gebe Max auf, dann kann ich fliehen. Aber ich muss jetzt draufhauen. Und das werde ich tun. Geh sterben. Liebes Zubat. Verpiss dich. Zubat. Och man. So. Geh sterben, Kartoffel. Stirb, Kartoffel. Und zwar schnell. Danke. So, Rache passiert. Jetzt hätten wir. Jetzt kann ich prinzipiell auch fliehen, oder? Wenn ich nicht verwirrt wäre. Zubat ruft um Hilfe. Oh, Leute. Kann doch nicht wahr sein. Keine Hilfe aufgetaucht. Ja, du steht dir recht. Du bist entkommen. Danke sehr. Hier weiter. Wir wollen dann auch irgendwann rauskommen. Das sieht gut aus, als würde es hier weitergehen. Oh, Team Skull. Ich bin nicht für Team Skull gewappnet. Dank meiner sind... Glaub ich nicht! ...wir endlich einen Schritt weitergekommen. Hallo da. Wir sind von der Aether Foundation. Ach so. Hab ich mich gehört. Team Skull sieht anders aus, stimmt. Wir beschützen Pokémon. Das hier... So viele Diktat gewütet haben, ist anscheinend das Werk von Team Skull. Team Skull ist eine Truppe furchtbarer Tunigste, der Spaß daran haben, Pokémon und Trainer Angst zu bereiten. Diktat benutzen Tunnel, die sie über Jahre hinweg gegraben haben. Wir wollten dafür sorgen, dass sie sicher bewegen können, ohne gegen andere Pokémon kämpfen zu müssen. Es sind sicher immer noch Diktat hier. Also passt bitte beim Durchqueren der Höhle auf. Auf Diktat? Ich soll sie nicht vernichten? Okay.
Ich werde es versuchen. Oha. Was war das gesammelt? Du findest das einen Hypertrank. Hypertrank wurde in der Medizintasche verstaut. Fürchte ich, muss aber dann auch langsam mal den nächsten Trainerkampf ansteuern. Nein, das, ich wollte sagen, dass ich langsam mal Schluss machen muss, weil dieser Part dauert schon ein bisschen lange. Um genau zu sein, zu lange. Oh, das kennen wir doch, das Pokémon. Aus meinem Team. Okay, hau rein, John. Du hältst das aus. Zack. Naja. Keine so gute Idee. Aua. Sturwurf. John fängt an zu verzweifeln. Hier fängt niemand an zu verzweifeln. Ich setze Tafelwasser ein, auch wenn das nicht sehr effektiv ist. Diesen Kampf muss noch schaffen. Kann doch nicht wahr sein, dass ich mich von einem Macholo besiegen lasse. Ja. Einen Hypertrank haben wir noch. Na, dann setze ich den mal ein. Man sieht ja, wie das blitzt. Vergeltung wird nicht sehr viel bringen. So. Ich hau jetzt nochmal drauf. Und ist das Ganze irgendwie bald mal geregelt. So. Ja, fast. So. Das hat ziemlich viel an Schaden angerichtet. Oh komm, ich hab's hinter mir. Zack. Das wäre gemacht. Level 27. Müsste sich doch irgendwann mal entwickeln. Du hast mehr Ausdauer als ich dachte. Zwangfast gewinnt 888, hätte ich fast gesagt. 880 Pokédollar und die zieh ich gleich aus dem Kampf hervor. Weiter geht's. Ja, wollte gerade den Part beenden, aber da kommt Team Skull dahergelaufen. Ich wollte nur ein bisschen auf den Putz hauen, da haben wir uns plötzlich dieses Tick-Tock-Zinget verhauen, weggeputzt worden. Also nur wir, checkst du überhaupt jemand, das aufregt? Das regt mich total auf, Mann, und jetzt weißt du's. Wir wollten jetzt also auch irgendwie verhauen und wegputzen, und da kommst du gerade recht, Ziegenfürst. Da kommt Tali. Ich habe mich schon gefragt, mit wem du hier rumhängst. Aber es ist ja Team Skull. Was bist du denn für ein freches Früstchen? Auch zwei Bilder putzen wir im Duett weg. Okay, das kriegen wir auch noch schnell hin. Team Skull war noch nie eine große Herausforderung. Das toppen wir. Team Skull Rüpel von dich aus möchte kämpfen. Zwei Pokémon, her damit. Kriegen wir hin. Pokémon Trainer Tali sitzt Pikachu ein. Cool, wollte schon immer ein Pikachu haben. Ich glaube, ich habe einen Pichu auf der Box. Den nehmen wir dann, wenn jemand stirbt. Okay, ich bin jetzt nicht gerade in Höchstform. Ich gehe trotzdem mein Bestes. Imantis, eine Feuerattacke. Ich glaube, das funktioniert. Erstmal ist er dann Muluk. Ach, den kennen wir doch. Nein, sehr ausgedauert. Imantis halt, hätten wir besiegt. Ja, Pflanzenpunktmann gegen Feuer. Geschenkt. Okay, ist zwar nicht sehr effektiv, aber ich versuch's. Oh, hat aber was gebracht. Los, Pikachu, gib ihm den Rest. Schon erledigt. Und ich musste nicht den kleinen Finger dafür bewegen. Keine Mühe, Team Skull. Alter, verpisst euch.
Wir würden euch so auf den Putz hauen. Oh Mann, immer werden wir verhauen und weggeputzt. Ja, weil ihr so Lappen seid. Ihr seid einfach nur Lappen. Verpisst euch doch. Genau. Ich sah nicht so, als hätten wir vor, die Weltherrschaft an uns zu reißen oder so. Also macht mal nur halblang. Und tschüss. Ja, und tschüss. Auf Nimmerwiedersehen. Wow, Zwergfürst, wenn ich zusammen mit dir kämpfe, sind die Pokémon alle so entspannt. Das beweist, was für ein klasse Trainer du bist. Hier, das möchte ich dir schenken. Top Ether. Okay. Von der Ether Foundation. Mit Top Ether kannst du alle AP einer Attacke auffüllen. Ich bin zu viel im Internet. Lasst uns jetzt etwas Spaß mit Dicta haben. Naja, Spaß mit Dicta. Da geht's raus. Geil, Route 9. Bin ich gleich da. Ja, und hier von Route 9 würde ich mal glatt sagen, verabschiede ich mich und sage, Polizeiwache auf Route 9. Cool. Dann werden wir mal bei der Polizei demnächst mal was melden und dann sage ich ganz schnell, ich mache ganz schnell, der Part ist schon ewig lang. Däumchen nach oben, soll es euch gefallen haben. Abo da lassen, falls ihr neu seid und ja, teilt dieses Video. Ja, ihr habt euch wohl, haut rein, bis zum nächsten Part.